Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Pachycephalosaurus? Einen Pachy zu zähmen kann ganz schön nervig werden. Mit seinem Kopfstoß ist nicht zu spaßen. Außerdem wird er Unterstützung durch seine Artgenossen erhalten. Also Vorsicht! Zudem hält er auch noch frontal sehr viel aus. Was willst denn du jetzt eigentlich als Maul? Eine Bola bekämpft hier den meisten Frust. Mit einer zärtlichen Hartsteinmassage wird er schnell handsam. Der bringt mich gleich um, oder? Solltest du es persönlicher bevorzugen, kannst du ihn auch mit etwas Abstand knüppeln. Pachys knuspern gerne Beeren. Bevorzugt Neobären. Zeige deine Wertschätzung mit einem passenden Namen. Kleiner Tipp noch, ein Pachy ist nur am Kopf stark geschützt. Betäubungen gegen den restlichen Körper wirken deutlich besser. Bereits mit Level 14 kannst du einen Sattel für ihn herstellen, welcher mit Fasern, Holz und Leder gar nicht mal so teuer ist. Nun zu den Fähigkeiten. Neben seiner erstaunlichen Sprunganimation kann der Pachy Stroh ernten. Außerdem beherrscht er einen Kopfstoß und einen Sprintangriff. Nicht nur, dass du damit flott unterwegs bist, bei Gegnerkontakt zwiebelt er auch ordentlich. Der Schaden entspricht auch der Benommenheit, welche hinzugefügt wird. Somit kann er als effizienter Zähmer eingesetzt werden. Der Sprint betäubt sogar noch stärker. Also, mehr Schaden, mehr Opfer. Geh jetzt raus und betäube. Egal ob Dilos, Moshops, Schildkröten, Fiomias, noch eine Schildkröte, Affen oder Raptoren, sogar Stegos und Triceratops sind nicht sicher. Dein Gegner kann sich schnell bewegen, Kopfstoß. Dein Gegner kann fliegen, egal. Betäube den ganzen Strand, wenn dir danach ist. Oder räume wie eine Ramborg aus dem Weg, was dich stört. Das Vermehren verläuft reibungslos. Zwei Lagerfeuer reichen aus, um das Ei zu brüten. Mit deiner Armee musst du endlich nicht mehr selber angreifen. Gebe den Befehl und lehne dich zurück. Sie machen selbst vor größeren Gegnern keinen Halt. Und irgendwas an seinem leeren Gesichtsausdruck sagt mir, dass es ihm gefällt, andere zu töten. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Pachycephalosaurus zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Lass mir auch gerne ein Abo da.